Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Event-Video. Diesmal zum ersten Event-Video vom Holden Hearts Event, vom Valentinstags-Event 2024. Die Umfrage hat ergeben, es wird der Renault Premium. Ich glaube, also, by the way, wir stehen auch in ein paar Veggies. Und ich weiß nicht, ob es. Also, wir müssen auf alle Fälle einen Kredit nehmen, da steht schon mal fest. Aber wahrscheinlich ja schon nach der letzten Fahrt fest. Es könnte sein, dass es vom LKW-Händler was wird. Moment, ich muss mal gucken. Das waren 460 PS und so. Renault wird wahrscheinlich. Suchen wir mal nach Renault. Okay, wir haben. Interessant. Scania haben wir schon aufgedeckt. Es gibt gerade keinen gebrauchten Scania-Händler. Dann schauen wir mal, ob es hier den Händler gibt. Also dass es den Händler gibt. Ich brauche hier auch noch. Ich brauche hier auch noch Geld für eine Garage, fällt mir auf, einen Kredit. Okay, es gibt natürlich nur den. Nur die T-Range-Varianten. Genau, Garagenmanager. Für die Garage. Die Garage in Toulouse, die kostet nur 100.000 und die Garage in Rom kostet ein bisschen mehr, und zwar 80.000 mehr. Das heißt, ich brauche insgesamt 100, sagen, also 137.000 plus Lackierung. Dann sind wir bei. Oh, gut, dass ich gerade den Taschenrechner auf dem Handy raussuche. Sagen wir mal 160.000 plus die 100.000 und wir haben 86.000. Ich brauche einen Kredit von ungefähr 200.000. Dann schnappen wir uns den noch mal. Nehmen zwei Kredite von 200.000. Sprich, dann bin ich jetzt bei 11.500 pro Tag und habe fast den kompletten Kreditrahmen. 86. Es wird noch eng. So, dann Garage. Dann nehmen wir die in Toulouse und graden die ab. Und ist das jetzt die Garage in Toulouse? Und dann gehen wir zum Gebrauchtwagenhändler. Zu Renault Trucks, Renault Premium. Der beste, im besten Zustand, 87.000 Kilometer auf der Uhr, Zustand 5 von 5 Sternen. Es ist ein Highroof für einen 60 PS 2200 Meter OptiDriver AT 224 12D 1000 Liter Tank 87 Kilometer wie gesagt runter, dauerhafter Verschleiß von nur 1%. So, genau, Panevėžys, muss ich gleich nochmal wieder zurück. Ich hoffe, ich komme in die Gegend. Garage in Toulouse. LKW Manager. Und dann haben wir noch genau 5 und. Genau, 5, vor allem 5 und. Ja, doch, 55.000 ist, glaube ich, schon in Ordnung. Zum Aufrüsten. Gut, Fahrwerk bleiben einfach mal bei dem. Es ist schon der stärkste Motor drin, das ist natürlich schon wieder belastend. Wir haben 12-Gang-Getriebe. Wir nehmen für Standardgut, würde ich sagen. Aber Truck für ein Standardgut, der gut für Standardgut ist. Nicht so gut für mit Gesteigung und Gefälle. Oh, da wären wir schon mal richtig full. Aber dann nehmen wir noch lieber den, dann sind wir auch ein bisschen besser für Steigung und Gefälle. Excellence, dann nehmen wir hier, deaktivieren wir alle und wählen. Oh Gott, hier sind so viele Paintjobs. Nur das vom Valentinstags-Event aus.
Ich würde sagen, Hard Unlock passt am besten zu den Trailern. Glaube ich, denke ich. Wir sind schon bei 33.000. Dann nehmen wir nichts. Nehmen wir mal einfach auch nichts. Ich meine, vier Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Wir sind einfach schon ziemlich durch. Na gut, High Roof Classic brauchen wir nicht. Zumindest halt nicht in diesem Fall. Lassen wir es einfach mal beim Originalen. Nicht ganz so, wie ich es wollte, aber wenn man nicht genügend Kohle hat, dann hat man halt ein Problem. Dann steigen wir auch mal ein und dann geht's ab nach Dingens. Ne, nach. Ja, ich wollte sagen, ja, nach Panevesis. Es geht sogar mit Schnellreise, die natürlich auch jetzt sehr weh tut. Dann schauen wir mal, wohin es uns von Panevesis zieht. In der ersten Fahrt. Wechselnde Aufträge natürlich. Wieder zurück nach Dänemark. Quer durch Schweden durch, Fahrstrecke von 27. Okay. Ich hätte doch einen Paint Job nehmen können, dann würde es anders passen oder besser passen. Da würde ich sagen, es ist der beste Auftrag vom Streis, vor allem vom Preisstreckenverhältnis her. Wobei wir würden für denselben. Aber jetzt sind wir noch wahrscheinlich weiter, ne? Ja, das ist dann ein Stückchen weiter. Wir würden ein bisschen mehr Kohle bekommen für die 100 Kilometer. Da wir zweimal Fähre haben. Okay. Dass man. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass man den Fairpreis sieht. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass der Fairpreis bei 1700 liegt. Das heißt, wir haben genügend Kohle dafür. Dann würde ich sagen, fahren wir. Okay, sogar knapp 24 Tonnen, 23,0 Tonnen. Valentinstagsgeschenke von GNT in Panevėžys in Litauen nach Aalborg in Dänemark zu Norsken. Auftrag ausführen, würde ich sagen. Das machen wir natürlich. Ich war schon lange nicht mehr hier im Dings drin. Okay, er ist vollgetankt. 1000 Liter ist drin. Gut. Das heißt, in diesem Fall, von diesem LKW werde ich dann. Hallo? Escape? Ne, das war das falsche Escape. In diesem Fall werde ich dann ein bisschen sie wieder selber tracken müssen. Einfach weil in dem Dashboard einfach so gut wie nichts vorhanden ist. Außer. Ja, die Kilometeranzahl des Trucks. Hallo? Es funktioniert wieder. Der Bug ist echt ein Traum. Fahrt vorsichtig. Machen wir natürlich. Also geben wir zumindest Mühe, vorsichtig zu fahren. Ich habe kein Navi drin. Dann fahren wir halt mit Navi. Biege nach Aber rechts eigentlich ab. brauchen wir es ja nicht, weil es ja auch gesagt Biege wird, nach links aber. ab. Ja gut, wir brauchen es nicht. Demnächst Nicht rechts zwingend. ab. Wir versuchen mal auch die Geschwindigkeiten diesmal per Auge dann zu fahren. Rechts abbiegen Ach und Gott. dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wir probieren es zumindest mal. Aber interessant, dass einfach von allen Wir LKWs sind heile angekommen. beim Gebrauchtwagenhändler was war, außer Scania. Spannend.
Was aber auch sehr schön ist, dass wir diesmal jetzt nicht quer durch Schweden durchfahren, also nicht diagonal quer, sondern nur quer. Ach. Ja, was natürlich auch gut ist, ich denke mal, ich komme sogar noch bis zur Fähre mit der Mütze Schlaf. Sprich, dann wird die Fähre uns wieder den Schlaf geben, den wir benötigen. Okay, wir fahren los. Genau, so sieht der Trailer aus. 80 auf der Landstraße maximal. Ja, Truck Love. Ich glaube auch wieder einen anderen Trailer, als es bei ETS war. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Schauen wir uns mal an, die Strecke, die wir fahren werden. Wir fahren, ja, wir verlassen Panevėžys, wieder über die A10, wechseln dann südlich von Riga auf die A5 und dann geht es weiter mit der A10 Richtung Ventspils oder Windau. Und dann geht es rüber nach Schweden. Dann fahren wir erstmal über die Bundesstraße. Nehmen wir es mal einfach Bundesstraße 73, gehen dann, fahren dann über die E4 an Linköping vorbei. Bei Jönköping wechseln wir dann auf die 40 und bei Göteborg geht es dann noch über nach Frederikshavn und dann nach Aalborg. Und diese Strecke. Dieser Abschnitt, der ist für mich auf jeden Fall neu. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, dass es da war. Ich war so, ne? Wie gesagt, ist ja auch ein bisschen her, dass ich scheinbar, also ich kann mich echt beim besten Willen null dran erinnern. Also ich weiß hier nach Esbjerg und dann, aber darüber den Weg, nee. Auch wieder so eine von den vielen Dingen, die an mir vorbeigegangen ist. Aber gut, genug geschnackt. Abfahrt. Abfahrt Richtung Fähre Nummer 1. Sehr gut. Okay, jetzt sieht man es auch zumindest, wenn man den Retarder wählt. Dass er auch aktiviert ist. Das stellt auch niemand. Aber fahren wir mal hier rum. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Was war ich gerade immer sagen? Was wollte ich sagen? Ich habe es wieder vergessen. Es könnte ja spannend werden. Also, ne? Ich werde das weiterhin jetzt so durchziehen. Jetzt halt die 7 Fahrten. Ich wollte gerade sagen, diese Woche. Aber diese 2 Wochen werde ich das jetzt Rechts ab. durchziehen. Ja, wie viel dürfte ich hier prinzipiell? Okay, ich darf nur 50. Biege nach Nevermind. rechts ab. Ich kann es noch nicht relativieren, wie viel ich auf Bundesstraßen, wo auf Landstraßen hier fahren darf. Okay. Schauen wir mal nach. Es wären die 80. Gut, ich darf sowieso eine 80 fahren, never mind. So, dann, ja, man merkt, 460 PS haben wir nur. Ich guck mal kurz nach. Interessiert mich auch gerade mal wieder. Wäre sogar wiederum mit einer der schwächsten Trucks, der zweitschwächste. Nur der DAF-XD ist schwächer. Na ja gut, dann wissen wir schon mal, wir kommen nicht aus dem Quark so richtig, aber na gut. Wenn man nur eine schwache Flotte hat, dann ist das ja schon mittlerweile Am Standardprozedere. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
steigen wir erstmal auf 70. Das Gute ist, wir können erstmal ein bisschen fahren. Wir haben mal 1000 Liter drin gehabt. Aber das ist ja auch eine schöne Sache, da kann ich eigentlich auch. Das ist auch eine der wenigen Dinge, die ich dann nachgucken kann. Allerdings ist es auch wieder so ein On-the-Go-Ding eventuell. Dass ich dann vorm Tanken nachschaue, wie viel wir noch im Tank hatten. Und dann kann ich mir das notieren. Stimmt, es wird dann wahrscheinlich wieder so sein, dass wir durch ein oder andere Ortschaft vielleicht durchfahren. Gehen wir unter 65, weil der Kollege vorne nicht ganz so schnell ist. Man kennt's. Oh, Mähdrescher. Wir bleiben bei den 65, sicher ist sicher. Ich denke mal, es geht nicht runter auf 50 vielleicht, oder mindestens 60. Immer geradeaus. Ah, oder doch nicht. Dann ist hier ja doch schon ein paar Häuschen, deswegen hätte es halt passen können, aber die sind halt. Aber jetzt gleich. Dann haben wir wahrscheinlich runter auf 50. Deswegen. Ah, never mind, es war ja der Grenzübertritt oder so. Der ehemalige. Den ist ja. Schnuffern. Da man nicht rausfährt. Wir sind aber noch bei den 70, ja. Da fahre ich auch weiterhin. 60. Und somit verlassen wir Litauen. Und es geht nach Lettland. Weiter mit 70. Ja, schön, dass hier wieder der Tank ist, aber kein Bedarf momentan. Oh. Da war ja was. Das Gefühl, langsam könnte ich sogar auch wirklich 70 fahren. Der zieht da vorne ja doch schon ein bisschen davon. Immer geradeaus. Kann ich dabei bleiben, weil ich ja eigentlich das Tempo ganz gut stehen halte. Aber jetzt ist halt wirklich davon, aber ist ja auch alles halb so wild. Na, wobei, wir geben mal ein bisschen Stoff. Was soll man das ein bisschen, ne? Ich kann ja immer noch weiter runter gehen auf 65, wenn er mir zu nah ist. Immer geradeaus. Und wer weiß, vielleicht sehe ich irgendwo nochmal ab. Vielleicht muss er ja tanken. Oder sowieso abbiegen. Oder es kommt einfach ein Kreisverkehr. Gehen wir runter auf 40. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. So, nicht nach Riga. Da geht es sowieso nicht lang und die nächste Ausfahrt ist unsere. Nimm diese Ausfahrt. Dann dürfte ich jetzt glaube ich 80 fahren, oder? Jawohl, 80. Abfahrt. Haben wir noch genug Weg vor uns? Zu Fähre Nummer 1. Aber schon mal sehr schön, dass wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Richtung Norden fahren.
also Nordeuropa, was wir jetzt gerade haben. Auch wenn es immer noch so der südliche Teil des Nordens ist. Mit Dänemark, aber. Bitte links halten. Geht in die richtige Richtung. Quasi in. Ich wollte schon gerade sagen, Vorbereitung auf Nordic Horizons, aber vorher gibt es noch in Griechenland. Das heißt, also wir müssen unbedingt die erste Garage, die wir uns holen, muss entweder im Ost- oder im Westbalkan sein. Also entweder im Balkan oder im Westbalkan. Einfach, damit wir dann eine gute Ausgangsposition haben für das Griechenland DLC. Und danach eigentlich eine. Was ist die erste? Nimmt diese Ausfahrt. Und danach im besten Fall halt irgendwo in Südskandinavien. Sagen wir es mal so. Das wäre Süd- bis Mittelskandinavien. Also keine Ahnung, entweder was ich Oslo, Stockholm, Helsinki, Aalborg, also ja doch, Aalborg vielleicht auch schon. Ja, und danach würde ich sagen, was? Aufmerksamkeit ist nicht da. Durchs eigene Gequatsche. Ja, runter auf mindestens 50, vielleicht auch auf 40. Gehen wir runter auf 45. Würde ich sagen, hole ich mir eine Garage in. Na gut. Also, ich drücke eine einfach in Bremen. Und da muss ich eigentlich wiederum was. Ja. Ist halt die Frage, wo es dann halt noch sinnvoll ist, sich eine zu holen. Also, wo es. Ja, vielleicht Madrid die Gegend, also irgendwo Spanien, Portugal. Italien haben wir Rom. Oh, vielleicht irgendwie noch Schweiz, Österreich eine Garage. Und dann. Immer geradeaus. Nochmal so ein bisschen im Osten und danach ist es eigentlich nicht mehr ganz so wichtig, eine Garage zu haben, aber wir können ja trotzdem einfach dann, wenn die Kohle irgendwann da ist, dann Garagen kaufen. Bei England oder Irland wäre natürlich auch nicht schlecht. Für ein potenzielles Island-DLC. Ausschlaggebend. Aber ne, also primär ist halt eher wichtig, so Restauration vom Mercedes Actros. Und dann halt Garage in eigentlich schon primär im Balkan. Dann ja Skandinavien und danach je nachdem, ne? Anderes geht ja auch nicht. Das sind schon eine Menge Ziele, ne? Dann,
Wer weiß, wahrscheinlich gehen nochmal Kohle raus, weil irgendwie ein neuer Truck rauskommt und sonstige Geschichten. Oder wir müssen einen Truck fertig machen, um na hier Dingens für schwerere Lasten. Kann ja auch sein, dass es irgendwie ein Event gibt. Wobei, was weiß ich. Um mal irgendwie, was weiß ich. Ja, 40 plus Tonnen oder so fahren muss, oder nur Baustellen, also, na, was ich. Wir müssen einfach mal Baustellen und Forstfahrzeuge. Wer weiß das schon, aber ne, da muss man auch mit Immer rechnen. geradeaus. Dass man dann was, ein LKW haben muss, der stark ist, dass man dafür Kohle braucht. Und auf alle Fälle brauche ich, dann muss ich dann Geld beiseite legen. Würde ich schon fast sagen, so um 250.000er Bereich sollte auf alle Fälle drin sein, auf der Kronkante. Halt für das Nordic Horizons DLC. Da wird es ja auf alle Fälle ein Volvo oder ein Scania werden. Wenn ich fahre, einfach um das, damit es ein bisschen passender ist. Ach, 50. Oh, doch 50. Dann bremsen wir mal ab. Wir wollen ja nicht Kohle, Geld ausgeben. Oh, wir sind ja schon hier Dings, ne? Welchens? Links Welchens? abbiegen. Nabenstadt. Links, okay. Kann man nicht von rechts? Biege nach links ab. Kann ich auch täuschen. Demnächst rechts abbiegen. Aber natürlich doch. Biege nach rechts ab. Ah, stimmt, es ging ja über die schöne Brücke rüber. Glaube ich. Irgendwann noch? Ja. Habe ich zumindest im Kopf. Im Ja. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das wäre die schöne Brücke. Also wir gleich schon beim ersten von vier Am Häfen, Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. die wir in diesem Video befahren werden. Nimm diese Ausfahrt. Knappes Ding da. Das war ein knappes Ding. Aber hat gepasst. Das ist die Hauptsache. Rechts halten und dann Okay. nach rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Ja, schon dabei. Bisschen den Porsche mitgenommen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Ich denke, fahren wir mit 30, glaube ich, ja. Wobei, ich glaube, ich dürfte eigentlich 50 fahren, aber wir sind ja schon wieder im Industriegebiet vom Hafen, da fahren wir lieber mal 30. Nicht, dass irgendwie ein Container vom Himmel befällt oder sonstiges. Weiß ja nie. Ach, den Viewpunkt wieder vergessen. Egal. Ein andermal. Nur eins für 1110 Euro nach Ninesam. Kein Problem, ich finde eine neue Route. Und da sind wir ausgeschlafen. Dann geht es jetzt ab Richtung Fähre Nummer 2. Quer durch Schweben durch. Sind wir 30? Ne, 50. Auch 50, okay. Demnächst rechts abbiegen. Ist aber nicht so schlimm und nicht so wild, weil wir müssen ewig rechts abbiegen. Von daher. Biege nach rechts ab. Auch zweimal. Biege nach rechts ab. Ob es schön ist, wir noch oder nicht. Dann sind es mittlerweile nur noch 655 Kilometer auf der Uhr. Allerdings kommen wir noch mal ein bisschen Fähre dazu. Ich will eigentlich auf Uhr kommen. Wir haben 20.32 Uhr. Gut. Geht das sowieso mal nicht dann, von daher. Das ist ja auch irrelevant. Immer geradeaus. Getankt werden muss noch lange nicht. Also ich weiß nicht, ob wir überhaupt tanken müssen bei den ganzen Fahrten hier. Das ist genau eine andere Frage, aber. Werden wir dann schon sehen. So, auf 70 Richtung Stockholm. Dann geht's gleich wieder auf die Autobahn. Bisschen zu schnell für die Kurven. Da bin ich ja doch schon weniger redrig gefahren. Ich würde gerade zwei redrig sagen, aber es sind ja ein bisschen mehr. Biege nach links ab. Fehler. Dem
links abbiegen. Biege nach links ab. Da kommt nix. Ob ich einen Retarder hoch, also ob ich ein anderes Getriebe dann habe, aber das ist mir wieder eingefallen. Ist es mir wieder eingefallen, dass er einfach nicht hart ist. So, weiter mit 73, mit 73 vor allem, mit 80 Richtung Linköping und Helsingborg. Und dann geht's weiter Richtung Jönköping. Der ein bisschen Geschwindigkeit aufgebaut wurde. Wir haben halt echt viel zu ziehen. Also was ist viel zu ziehen? Also wir haben wenig Kraft für die Anzahl an Tonnen. Weil doch schon 23,5 Tonnen sind schon nicht wenig. Ich glaube, die Dingsfahrten vom Christmas Event, die waren ja leichter. Ich glaube, da waren wir auch bei 13 Tonnen oder so. Oder 8 bis 13 Tonnen. Sowas mit Dreher war es ja auch wieder unterschiedlich, weil es ja verschiedene Arten von Frachten gab. Was gut ist, erstmal keine Schlaf, keine Raststätten aussuchen wegen Tanken oder Schlafen. Wir können einfach komplett durchfahren. Was auch gut ist, wenn ich gar nicht mal so wenig Geld bei diesen ganzen Fahrten verdienen werden. Immer geradeaus. Ich will jetzt nicht so viel sagen, aber ich schätze mal so. 270.000 denke ich mal schon drin. Mit einberechnet Ausgaben jetzt vom Tanken und der ein oder andere Unfall oder sonstige Verstöße. Sprich, den Kredit zurückzahlen ist dann auf alle Fälle drin. Ach schon, wir haben auch einen Kredit, never mind. Schauen wir mal, wie häufig wir Kredit zahlen. Oh, ich hoffe, wir müssen nicht Kredit zahlen, bevor wir jetzt bei der Fähre sind, ne? Aber gut, wir haben ja Geld. Ach schön, wir haben eine Fahrerin, ne? Man meint, der ist schon ein bisschen cool eingefahren. Na, mal schauen. Auf alle Fälle bringt uns dieses Event eventuell eine gute Ausgangsposition für Zukunft, die Gefahren. Wobei für Sven dann ja auch, wenn ich wieder dran und wieder zurückzahle, sind wir ja trotzdem beim Ausgangspunkt von vorher, so von um die, sagen wir mal jetzt 70.000. Wie von vor dem Event. Aber okay, wir werden es sehen. Die Fahrten, die 7 Fahrten an ETS 2, die haben wir gerade erst begonnen.
ATS ist überhaupt gar kein Problem. Da ist die Kohle ja da, im Gegensatz zu ECS2. War da gerade wieder Gras auf der Dings oder sah das mal Augenwinkel gerade nur so aus? Kann natürlich beides sein. Euer Retarder, der greift schon gut ein. Trotzdem bleibe ich bei den Strich 80. Sicher, wir haben zwar 10.000, aber wir wollen ja nicht 10.000 zum Fenster rauswerfen. Die Kreditkarten sind ja schon schlimm genug. Schön wieder mit der untergehenden Sonne. Aber der Mond, der am Himmel scheint. Ich hoffe, ihr könnt es auch erkennen. Wäre jetzt der Zeitpunkt für mich, wieder den Tab zu öffnen. Von Wondershare und mal nachschauen. Wahrscheinlich in Neverwinter entweder auf K rumstehe oder am Farm bin. Kommt auf den Tag an, an dem ich das Video bearbeite. Ne? Also daran wird es liegen. Schon heute am Tag der Aufnahme ist Montag, das heißt heute ist es wieder AFK rumstehen, was eigentlich verkehrt ist, weil, gut. Mal schauen. Wie unverkehrt ist es? Ich denke, wir sind noch nicht an Jönköping vorbei, das kommen wir gleich noch. Wir sind erst an Linköping vorbei. Bisschen Fahrt haben wir noch. Das ist eigentlich, dass wir so viel Fahrt haben, aber okay. Hoffen wir mal, dass der Bug beim nächsten Mal nicht wieder ist. Aber ich glaube, der Bug ist da eben nur beim Kaufen des LKWs und dann, wenn man ihn nicht gefahren ist und dann die Schnellreise macht, habe ich so ein Gefühl, dass das beim letzten Mal auch so war. Weiß ich nicht, ob das irgendwie daran liegt, aber wäre, glaube ich, beim vorherigen Fall auch so. Und dass ich das Spiel neu schalten musste. Also, die neue Skybox, die macht Skandinavien, oder halt, ne, ja doch, ja, bleiben wir einfach bei Skandinavien. Macht Mittel- und Südskandinavien, ja, auch noch mal schöner, als es ohnehin schon ist.
Muss ich euch überholen oder nicht? Wie sieht das aus? Wahrscheinlich schon, weil ihr, wenn Nian und Junker pingen, da fahren bestimmt der ein oder andere Pfeil runter. Aber schauen wir mal. Wie viel jetzt gleich gebremst wird. Auf der rechten Spur. Ich bin ja schon geneigt, gerade hochzuschalten oder hochzustufen den Retarder auf 85. Okay, jetzt muss ich auf der linken Spur bleiben, weil ich hier mit rüberkomme. Dann bleiben wir einfach mal auch bei den 85. Gebremst. Können wir ja erstmal richtig überholen. Immer geradeaus. Von euch wird keine abbiegen, okay. Gleich macht's bling bling und für die Stadt macht's katsching katsching. Bremst. Warum auch immer. Dann fahren wir jetzt mit 80 weiter. Wenn wir schon eh schneller sind als die aktuell, zumindest. Das ist ja trotzdem noch in einem 80er Bereich, ne? Jawohl. Wäre auch verwunderlich gewesen, wenn dem nicht so wäre. So, erfolgreich überholt. Und, weiter Richtung Göteborg. Natürlich. Bloß jetzt nicht da vorne die Lichter angehen sehen. Jetzt soll ich natürlich ein bisschen mehr aufpassen. Weiter geht's Richtung Göteborg. Immer geradeaus. Natürlich U70. Meine ich gesehen zu haben. Ja. Ist auch mal ganz angenehm spannend. Ja, ohne Navi zu fahren, also auch wenn es halt super weird ist, dass trotzdem der Navi-Schimmer ist, fällt mir gerade mal wieder auf. Also eigentlich müsste ich es einbauen für 100 Euro, damit es Sinn macht. Vielleicht bleibe ich ausnahmsweise mal dabei. Und muss es halt in den Staffeln dann anders machen. Die ja sowieso ein bisschen, ja, weiter realistischer sind. Ich bin auch mal, überlegen, sollte dem so sein, dass Staffel 4 und Staffel 3 bei ATS, dass die nicht weiter fortgeführt werden können, weil ne, das einfach nicht will mit den Mods. Dann bin ich am überlegen, zu schauen, dass ich diverse Mods zusätzlich noch hinzufüge, die das Ganze halt noch mal ein bisschen realistischer machen.
werde ich den schauen. Bei YouTube. Und dann dementsprechend die Mods unterziehen. Immer geradeaus. Weiter mit 80, ne? Ja. Beschleunigen wir mal. Wir wollen ja schließlich nicht stehen bleiben. Hier. Immer geradeaus. Und 72, alles klar. Und da war es dann plötzlich nicht mehr smooth. Mach's mal wieder jingst. Ich glaube, wir bleiben jetzt wieder bei den 70. So wie der Ras wahrscheinlich nicht. Wäre natürlich auch interessant. Hier fährt mir natürlich zu viel Renault rum, ob es schon wieder Renault. Ob es Mods gibt, die es quasi so. Ist ja auch die Frage, wie und ob das umsetzbar ist, die quasi die KI-Fahrzeuge nach den in den Ländern zugelassenen LKWs quasi generiert, dass man dann beispielsweise einfach nur blöd gesagt, so, ne, dass man jetzt, keine Ahnung, in Schweden zu 70% Scanias hat, 20% Volvos und dann ne, die anderen paar verteilen sich dann auf die anderen Firmen. Aber da ist ja die Frage, wie umsetzbar das ist, natürlich. Ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Aber es war jetzt einfach gerade nur so eine Gedankenspielerei. Bleiben wir bei 40. Und jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Links abbiegen. Okay. Thank you.
Resten wir über nach Dänemark. In wenigen Minuten. Ach, lange nicht mehr hier gewesen. Ich erinnere mich wieder. Als wäre es erst gestern gewesen. So, so ist der Ende, ich mich noch hier nicht. Ich erinnere mich besser. Ah, schön mit der aufgehenden Sonne jetzt. Oder so. Ist auf halt ein Kühlburg jetzt hier auf dem Profil und so. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Mein Gott. Immer geradeaus. Kommt wieder ein bisschen spät, ne? So, dann wollen wir mal auf von Göteborg nach Frederikshavn und dann neue Route noch ein paar Kilometerchen nach Aalborg. Erst auf beiden Frederikshavn, so war es glaube ich zumindest gewesen. Natürlich. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Auf nach Aalborg 112 Kilometer sind es noch insgesamt. An der Zahl. Kriegen wir die Ampel noch? Nein. Immer nicht. Geradeaus. Perfektes Timing, wenn wir wieder reintemmen. Schnell genug überflogen. Eine Nachricht. Verlassen Frederikshavn. Aber mit 70. Was auf dem Schild stand. Sind wir auch 70 fahren dürfen. Wenn wir 90 fahren könnten, dann würden wir nicht 90 fahren, weil, ne? Trailer sagt 80. Und da war es noch 70 Kilometer. 76 Kilometer. Richtung Aalborg. Vor uns 96. Ah, 76 sind ausgeschildert. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen außerhalb von Aalborg. Aber werden wir nicht sehen. Geschwindigkeit wieder drauf. Esbjerg ist auch ausgeschildert. Aber Esbjerg sieht aus, von nach Esbjerg kommt
Na, aber bei. Das hier hat man noch. Die Ausfahrt jetzt nach Espia, glaube ich. Das ist ja die neue, mehr oder weniger. Also die für mich neue, wie wir ja evaluiert haben. Wobei es geht nach hier Teil 2 Richtung Algolab geradeaus. Wobei hier Teil 2 ja der andere Hafen Richtung. Hä? Nimm die Ausfahrt links. Ja, es kommt da wieder früh. Oder ich habe es mal wieder überhört. Wahrscheinlich habe ich einfach das Linkshalten überhört, wenn es gewesen ist, aber ja. Gut, bei 400 Euro. Und hallo unter 10.000. Again. Ich muss jetzt auch langsamer werden, aber ich glaube, ich bin auch schnell genug. Abgesehen davon, dass ich ein bisschen YouTuber bin, aber das ist ja auch ändert sich gleich wieder. Ah ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich schon sehr aus Nordic Horizons DLC. Natürlich auch sehr übers aus Griechenland DLC, aber wahrscheinlich entdecken mehr sogar noch aus Nordic DLC. Power Gummi. Zeig, was für Pferde du hast, die nicht wirklich vorhanden sind. Oh, da würde mich interessieren, ob jetzt quasi die Motorleistung abhängig ist seit dem Update vom vom Motorverschleiß. Bitte rechts halten. So, das ist quasi wahrscheinlich müssen wir jetzt rechts abbiegen, wa? So, dass der dass die Motorleistung nicht nur nachlässt aufgrund. Aufgrund von kaputten Teilen, sondern auch sowieso schon allein durch Verschleiß des Motors. Wäre ja schon sinnig, also es würde dann halt die Restaurierung noch sinniger machen. Wenn, was mal ich, von den 460 PS nur 400 da sind. Das, ja, irgendwann dann auch spürbar merkbar. Aber ich muss mindestens einmal tanken, wenn ich mir so anschaue, wie viel Tank ich jetzt verbraucht habe. Biege nach links ab. Und tschüss, 360.000. Ach, wow. Das wäre es ja noch. Tschüss, 360 Euro. So. 360.000. Das ist. Das wäre eine teure Ampel gewesen. Was ist denn mit der Ampel passiert? Einmal über die Ampel rübergefahren, zurückgesetzt, wieder rübergefahren, oder wie? Rechts abbiegen. Ja, wahrscheinlich eher Wiederholungstäter so, weil keine Ahnung. Ist dann nicht nur einmal gewesen, sondern das 20 Mal. Fahrt. In einem Monat oder so.
Okay, da liefern wir vorne ab. Da kommen wir so uns noch einen Schlafplatz aus. Was heißt aus? Wir suchen einen noch auf. Und dann laden wir mal die Fracht ab, die Valentinstagsgeschenke bei Norsken. Ausgezeichnete Valentinstagsgeschenke von Paneveshis nach Aalborg geliefert. Gefahren, Strecke 833 Kilometer, Dauer eine Stunde. Sagen wir mal eine Stunde. Verbrauchter Kraftstoff 298,2 Liter, erledigte ETS 2 World of Trucks Aufträge 187, 44.500 Gas dafür, 1065 Erfahrungspunkte. Und der nächste Schlafplatz in Aalborg ist... Oh, wo fahren wir hier hin? 8 Kilometer. 2 von 14 vom Valentinstags-Event. Also, die Woche geht gut los. Schauen wir mal, wie sie im Verlauf ist. Ich habe im Grunde genommen ja prinzipiell einen Puffer von einem Tag. Sprich, wenn ich an einem Tag oder an zwei Tagen biege nach links ab. In der Woche ist nur schaffe mit einem Video. Dann wäre das nicht so wild, weil prinzipiell könnte ich einen Puffer mir erarbeiten an den beiden Tagen, wo ich nicht arbeiten muss, dass ich dann quasi ja, da halt an den beiden Tagen anstatt zwei Videos, drei Videos aufnehme. Oder es ist eine gute Woche. Demnächst rechts abbiegen. Besser als auf der Straße. Biege nach rechts ab. Und ich bin dann einfach schon Samstag fertig und habe dann nicht noch so eine Fahrt auf dem letzten Drücker am Sonntag. Also am letzten Sonntag. Ne? Also die ganzen Videos kommen ja in der Woche nach dem Event raus. Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hä? Okay, dann habe ich da nicht drauf geachtet. Mann, oh Mann, oh Mann. Endlich, wir sind da. Hä? Ja, wo denn? Hier rechts? Ja. Wir können einfach mal spaßeshalber schauen. Wobei es wahrscheinlich der Fall sein wird, es sei denn, wir haben hier einen Auftrag, der... nee, keine der Aufträge, die jetzt so auf der ersten Seite sind, die werden morgen, wenn ich die Zeit habe aufzunehmen, da sein. Das heißt, wir lassen uns überraschen, wohin die Reise morgen geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Hornharz-Event-Video wieder, morgen dann in ATS und übermorgen wieder in ETS2. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.